herzlich willkommen zu Teil 2. Wir gründen eine Bab-Zivilisation mit dem Spiel Spore. Und wir gehen gleich auf unseren Planeten. Wir sind nämlich jetzt in der Kreaturenphase. Und es geht los. Ja, desinfiziert die Keimzellen. Jawoll. Wir sollen jetzt was netzförmig angehen. Ui, das sind unsere ganzen Konkurrenten auf dem Planeten. So. Wunderbar. Ja. Schauen wir das mal aus. Neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du noch auf noch größeren Skeletten und Kreaturen finden kannst. Also quasi ein Update. Paarungsruf. Klicke unten auf den Paarungsruf-Button und um deinen Partner zu finden und Kreaturendesigner zu gelangen. Ja gut, den kennen wir schon, den Designer. Jetzt nicht mehr der Zellen, sondern der Kreaturendesigner. Hier kannst du dein Aussehen verändern und Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Wir schauen uns erstmal ein bisschen. Mal etwas essen, nicht vergessen. Wir sind Vegetarier jetzt. Und wir müssen regelmäßig unsere Kraft auf der Ruhe. Guckt euch mal den Felsen an. Das ist ein schwebender Felsen. Ziemlich cool. Überall da, wo Fragezeichen sind, sind Oh, da ist schon jemand. Hallo? Wer bist du? Wer ist denn das? Du bist auf eine neue Spezies getroffen. Willst du ihn zum Freund oder zum Feind haben? Nimm eine Haltung ein, dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Deine Haltung bestimmt, ob du eine andere Kreatur angreifst oder freundlich mit ihr umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder den roten für Abendessen. Nun, dann werden wir wahrscheinlich eher das Abendessen, weil wir sind ja Vegetarier. Rülpsi heißt übrigens dieses Spezies. Nein, wir sind freundlich. Und friedlich. Ah. Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Ja, das ist immer von Vorteil. Das ist unser Mann. Silver Truba. Ja, bleib da. Sehen wir auch. Ah.
Oh, wir müssen zwei Trubas beeindrucken. Damit sie sich mit uns verbünden. Da ist noch einer. Jawoll. Ein Truba müssen wir noch beeindrucken. Damit sie uns wird. Damit ich beeindrucke, aber erstmal was essen. Ich hab gerade gedacht, das ist unser Nest. Und wir haben Verbündete. Wunderbar. Weiter geht die Reise. Wir sammeln übrigens immer solche Dinger da ein. DNA-Dinger. Um uns weiter entwickeln zu können. Da sind auch welche. Intelligenz, du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für dein Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder im Schließen von Freundschaften. Du hast derzeit Platz für ein weiteres Mitglied. Freunde dich mit einem Verbündeten an, dann schließt er sich dir an. Sieht ja alles schon mal richtig gut aus. Übrigens entschuldigen, wenn die Bildqualität manchmal irgendwie seltsam ist, irgendwie total ab. Ich sehe es gerade hier im Stream. Irgendwie das Licht aufblitzt oder das sieht dann irgendwie total creepy aus. Ich weiß nicht, was das ist, woran das liegt. Aber das beheben wir irgendwann irgendwie. Hallo. Ja. Freunde, jawohl. Immer schön Freunde. Woran ich mich bei Spore erinnere, ist, dass es sehr, ja, sehr gruselige Raubtiere, also die Raubtiere, die können zum Teil ziemlich gruselig sein. Ich bin in die Richtung, ich bin zurück zum Nest. Und, und ich erinnere mich an eine Spinne. Wir werden es selbst sehen. Also wir werden jetzt nicht hier die
Gäule scheu machen, die Pferde scheu machen. Jetzt gehen wir erstmal zurück zum Nest. Und finden übrigens, was auch ich empfehle, nicht dicht ans Wasser zu gehen. Ich bin nämlich schon mal ganz dicht ans Wasser und was ist passiert? Es ist ein Monster rausgekommen. Oh, kann ich diesen Stock da nehmen? Nein, kann ich nicht, weil ich habe noch keine. Ich habe noch keine Hände. Aber ich würde sagen, erstmal machen wir es uns in unserem Nest. Auf eine spaßige Art, gemütlich. Und wir legen Eier. Ihr seht richtig. Scheint sich das Vögel immer der Tieren verwandt. Aber wir haben es auch nicht. So. Jetzt. Komm, das Beste, den ich hier bekommen. Endlich Hände. Wurzelwopper. Greifen, posieren. Halt. Jetzt brauchen wir Arme. Das kostet ungefähr alles gleich viel. Ja, die sehen ziemlich creepy aus. Die sehen irgendwie nicht Barbianer-mäßig aus. Das ist nicht schlecht. So, was jetzt natürlich witzig wäre, wäre, wenn wir die Dinger hier behalten würden, weil die sind aus der Zellenphase. Oder die hier. Wir können sie auf den Kopf machen. Wie Alf. Denn hier? Ach, wir nehmen erstmal den hier. Thank you.
gehen wir noch in die Farbe. Oh, die Farbe ist perfekt. Das ist perfekt, das will ich gar nicht verändern. Oder? Nein. Das lassen wir so. Wunderbar. Und? Ein neuer Babianer wird geboren. Und der nächste Evolutionsschritt. Und wir müssen dann spucken. Wunderbar. Und tanzen. Warum haben wir so riesige Füße? Oh Gott. Ja! Oh Mann, wir grunzen. So. Hallo und hello, willkommen im Chat und auf meinem Stream. Heute sind wir bei der zweiten Phase, bei Spore angelangt und gründen eine Farbzivilisation. Und wir haben jetzt endlich Füße und Arme und Hände. Und jetzt erkunden wir weiter den Planeten. Oh, das hat sich nicht mehr angehört. Ich habe immer noch große Angst vor den sogenannten epischen Kreaturen. Ich möchte ihnen eigentlich überhaupt nicht begegnen. Da habe ich immer ziemlich die Buchse voll. Was ist das? Und das sind wir mit. Wer seid ihr denn? Zwiebelbibel. Eieiei. Zwiebelbibel. Die singen auch. Zu nah ins Wasser. Oh je, oh je, oh je. Oder soll ich? Soll ich? Soll ich? Nein, 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 nein. Weiter. Wir brauchen Verbündete. Ja. Sehr schön. Ja, so war das früher. Hier war die Nacht noch richtig gruselig. Und unheimlich. Ich glaube, wir sind Freunde geworden. Oh mein Gott! Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Erstmal was essen.
Ich hab richtig Schiss. Ich hab richtig Schiss. Ich trau mich nicht. Ich trau mich. Oh. Eins muss ich euch nämlich sagen, es gibt diese sogenannten epischen Kreaturen und die sind wirklich episch. Das sind Kreaturen, mit denen kann man sich nicht verbünden. Und man kann sie auch nicht wirklich töten oder besiegen. Und vor denen habe ich richtig, richtig Schiss. Ich glaube, wir verbinden uns erstmal mit den Lelbies. Lelbies. Oh nein. Denn beeindrucken kann ich noch nicht. Beeindrucken kann ich noch nicht. Nein, nein, nein. Oh je. Yeah. Oh, oh, oh. Ja, und dann wurde das Bild schwarz und wir mussten den Stream leider abbrechen. Warum auch immer, OBS hat das Spiel nicht mehr geladen und ich wollte euch jetzt nicht mit einem schwarzen Bildschirm langweilen. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich bin Fluffo, ich möchte Kip ein bisschen hier helfen, Planet Barb aufzubauen. Wenn es euch gefällt, dass euch ein Red Panda hier ein bisschen unterhält, gerne Daumen nach oben, lasst es in den Kommentaren ein bisschen mich wissen. Und schade, dass jetzt so viel schief ging. Was heißt viel? Es ging halt jetzt noch einiges schief. Aber das macht nichts, das ist live. Wenn ihr sehen wollt, wenn noch mehr schief geht, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibt neugierig und mal gucken, ob wir das nächste Mal auf ein episches Monster treffen auf Planet Barb. Bis dahin, tschüss.